So, liebe Leute, hier bin ich wieder, euer Mr. McCauley. Und abschließend, wie versprochen, werde ich jetzt alle Spieler auf den Transfermarkt schmeißen. Ihr dürft eure Wut auslassen. Wenn euch meine Serie bisher gefallen hat, mir vielleicht ein paar Coins zahlen für und meine Spieler, wenn ihr sie haben wollt, damit ich in die nächste Runde vielleicht mit ein paar besseren Spielern starten kann oder mit einem richtig guten. Mal schauen, wie wir das alles lösen werden. Aber zuerst werde ich noch ein bisschen was zu den einzelnen Spielern sagen. Fangen wir mal unten an. Akpan. Akpan. Unvergessen sein Hammer-Distanzschusstor. Ansonsten Bronzespieler. Nicht sonderlich auffällig, aber solide, solange die Gegner nicht extrem gut werden. Wie ihr seht, hat er für uns 13 Spiele gemacht, dabei 2 Tore erzielt. Ihn haben wir gekauft für 150 Münzen. Er wandert für 300 auf den Transfermarkt. Weg ist er. Unser nächster Spieler, Emenike, obwohl nur Bronze, ein sehr solider, sehr starker Außenverteidiger, der zumindest gegen Bronze, Silbern und schwächere und nicht so schnelle Goldspieler wunderbar zurechtkommt. Auch ihn haben wir für 150 gekauft. Er hat ein Tor für uns erzielt. Jo, den schmeißen wir ebenfalls für 300 auf den Tauschstapel. Dann Okwongai, absolutes Biest in unserer Verteidigung. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das unser bester Innenverteidiger war. Egal, wen wir da sonst hatten, mit Okwonga konnte keiner mithalten. Groß, schnell, körperlich stark. Der Einzige, der hin und wieder mal ein Kopfballduell gewinnt, für 200 erstanden, wandert auf den Transfermarkt für 400. Adams. Die frühen Folgen haben gezeigt, dass Adams ein durchaus solider zentraler offensiver Mittelfeldspieler ist. Nicht sonderlich beweglich, ich glaube auch nur 2 Sterne Skills. Nicht zu viel von ihm erwarten. Für 200 haben wir ihn erstanden. Information hat eine solide Leistung gebracht für unseren Club. Hat sogar im Laufe seiner 9 Spiele 2 Tore erzielt. Ich glaube, die waren sogar beide in einem Spiel. Und bei Adams ebenfalls unvergessen, unser wunderschönes, über den Rasen hoppelndes Weitschusstor. Adams, erstanden für 200, wandert ebenfalls für 400 auf den Transfermarkt. Jetzt kommen wir zu Adecho. Ich weiß es nicht, wie dieser Junge ausgesprochen wird, ist mir auch egal. Neben Odia, der einzige Rechtsverteidiger, den Nigeria zu bieten hat, Serie B. 78 Pace reicht aus, wenn man keine Wunder erwartet. Ansonsten grundsolide, keine wundervollen Werte, aber für einen Bronzespieler doch sehr gut mit 72 Verteidigung, 69 Kopfball. Ihn haben wir gekauft für 1000. Er wandert für 2000 auf den Tauschstapel. Unser nächster Spieler, Odoamadi. Odoamadi, ich glaube, der schnellste Spieler, den Nigeria zu bieten hat, mit 93 Pace, kommt normalerweise über den rechten Flügel. Klappte in unserer Formation sehr gut, obwohl er wenig Chemie hatte durch seine Zugehörigkeit zum rechten Mittelfeld. Ansonsten viel mehr als Rennen sollte man von ihm nicht erwarten. Eher der öffnende Spieler, der ein bisschen für Raum sorgt. Ansonsten im Abschluss vielleicht ein bisschen schwächer. 3 Sterne Skills, erstanden für 950. Machte 22 Spiele für unseren Club. Nein, Moment, er machte nicht 22, sondern er machte 16 Spiele für unseren Club. Und in diesen 16 Spielen erzielte er 3 Tore. Odoamadi, 93 Pace, Silberspieler, geht auf den Transfermarkt für 1900 Münzen. Nächster Spieler, Linksverteidiger Echiel irgendwas, ja? 78 Pace, sehr guter Linksverteidiger, bin ich der Meinung. Spielt in der portugiesischen Liga beim SC Braga. Schaffte es für uns insgesamt 26 Spiele zu absolvieren. Erzielte dabei keinen Treffer. Erstanden für 1200 Münzen, wandelt auf den Tauschstapel für 2400. Dani, den haben wir ursprünglich geholt, um die Bank zu verstärken. Am Ende konnten wir sogar schaffen, dass wir ohne Dani auf 74er Rating gekommen sind. Über Dani brauche ich nichts sagen. Wunderbarer Bankwärmer, wahnsinnig stark auf der rechten Außenseite der Bank.
aber nur wenn es beheizt ist, ansonsten wird er schnell bockig. Jo, 800 Münzen. Diesen Spieler stelle ich rein für 5000 und wer mir das witzigste Tauschangebot macht, wird angenommen. Wie gesagt, muss nicht viel Wert haben. Tauscht irgendeinen, macht irgendeinen Spieler, lasst euch was einfallen. Der witzigste Spieler bekommt Danny. So, Utaka, unser erster Stürmer, den wir verpflichtet haben. Schafft es gerade auf 17 Spiele, in 17 Spielen 13 Tore. Er ist gut, obwohl ich finde, dass er von den 4 bis 5 Stürmern, die wir am Ende hatten, leider der Schwächste war insgesamt. Nur 3 Sterne-Skills, körperlich nicht sonderlich durchsetzungsstark, recht flink auf den Beinen, aber Utaka ist ein Spieler, er kann alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Aber für einen Silberspieler im Silberteam sollte er sehr, sehr gut sein. Ihn haben wir gekauft für 600, er wandert auf den Tauschstapel für 1200. Und nächster Spieler, Obi. Von Obi habe ich mir wahnsinnig viel erhofft. Nicht zuletzt durch die gute Werbung, die immer im Fernsehen kommt. Ansonsten, Joel Obi musste später einem anderen Spieler weichen, von dem ihr erst im nächsten Video von mir erfahren werdet, warum ich wie es dazu kam, dass ich diesen Spieler auch bekommen habe. Ansonsten, Joel Obi eher enttäuscht, nicht sonderlich auffällig. Ich hatte zwar nicht das Gefühl, dass er unbedingt schwach war, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mit dem Mittelfeld, mit dem zentral defensiven Mittelfeld, das ich jetzt gerade aufgestellt habe, besser dastand. Weiß nicht warum. Dafür war Obi eine relativ teure Anschaffung. Unser zweiteuerster Spieler für 4.800. Er wandert auf den Tauschstapel für, lass mich kurz rechnen, 9.600 Münzen. Oder im Wingi. Oder im Wingi starker, technisch starker und körperlich sehr durchsetzungsfähiger Stürmer aus der Premier League. West Bromwich Albion. 500 Münzen, nicht sehr teuer. Information, schafft es auf 3 Spiele und 4 Tore für uns. Also eine mehr als 1er Quote. Kostete uns 500 Münzen, wandert also für 1000 Münzen auf den Tauschstapel. Uche. Uche ist meine persönliche Empfehlung. Für jeden, der nicht extrem auf Pace angewiesen ist, der gut technisch ist, der auch ein gutes Gefühl für einen Schuss hat, ist Uche einfach absolut zu empfehlen. Uche ist, er wirkt eher schwach nach seinen Kartenwerten, ist aber meiner Meinung nach der beste Stürmer, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich ein bisschen ins Klo greife, der beste Stürmer, den Nigeria zu bieten hat in dem Spiel. Er ist körperlich wahnsinnig durchsetzungsfähig, schafft es oftmals, verloren gegangene Bälle direkt wieder zu erobern. Uche lässt sich selbst von einem Thiago Silva oder Chiellini schwierig vom Ball trennen. Kopfballstark, trotz einer geringen Größe von 1,75. Uche hat auf voller Breite überzeugt und er war einer unserer Helden, der uns zum Ruhm geführt hat, vielleicht. Uche haben wir erstanden für 300 Münzen, diesen Uche nur. 300. Er wandert auf den Tauschstapel für 600. Absolutes Schnäppchen und absolut zu empfehlen. Ich mache es aber folgendermaßen, dass es nicht irgendein anderer den wegschnappt, weil er für 600 echt günstig ist. Ich stelle ihn rein für 2000. Wer ihn haben möchte, macht mir ein Tauschangebot im Wert von 600 oder je nachdem, wie ihr wollt. Ja? Also Uche zuschlagen, absolut zu empfehlen. Vor allem auch Liga BBVA kann man sehr, sehr gute Silberteams bauen. Wenn ich nur an Vela denke, Wellington Silver, so eine Sachen. Ab auf den Tauschstapel mit dir. Kommen wir zu unserer Stammformation. Unsere Stammformation sieht folgendermaßen aus. Wir fangen vorne an. Obafemi Martins. Mehr als nur gut. Ich habe von Anfang an gesagt, einer der besten Stürmer, meiner Meinung nach einer der besten Stürmer im Spiel. Wahnsinnig starker linker Fuß, sowohl im Finesse, also im Curve-Shot, als auch im Power-Shot. Sehr, sehr gut. Sehr auch hohe Genauigkeit beim Schießen. Ansonsten natürlich wieselflink. Kopfball hat er ein bisschen Schwächen, schafft es aber trotzdem mit seinem kleinen Körper, sich relativ häufig durchzusetzen. Ansonsten ist Obafemi Martins einfach nur wunderbar zu spielen. Enge Ballführung, überläuft jeden Gegner. Und damit für ein Konterspiel oder für jemanden, der gerne auch mal länger Bälle schlägt oder für einen Sturmpartner ein optimaler, optimaler, schneller Stürmer. Sehr gut im Abschluss,
Auch das Passspiel ist hervorragend. Schaffte es bei uns auf 39 Spiele und 57 Tore. Erstanden haben wir ihn für 750, er geht für 1500 auf den Tauschstapel. Unser nächster Spieler, Abwo. Abwo haben wir erstanden für 1200 Münzen, er geht für 2400 auf den Tauschstapel. Spielte 41 Spiele für uns, machte 14 Tore in diesen 41 Spielen. Glänzt vor allem durch seine Geschwindigkeit. Allerdings nicht durch viel mehr. Er ist, hat, glaube ich, 3-Sterne-Skills waren das. Ist ein bisschen stärker auf dem schwachen Fuß als Ekpo. Konnte sich häufig durchsetzen auf der Seite durch seine Geschwindigkeit, wie gesagt. Hat gute Flanken geschlagen, aber auch ist auch gut zum Tor gezogen. Also Abwo, mittelguter bis guter Spieler, der das aber durch seine Geschwindigkeit vor allem auf den Außen wieder wettmacht. Ich glaube, in der Zentrale als zentraloffensiver Mittelfeldspieler ist er nicht so wahnsinnig gut zu gebrauchen. Wir sind für 1200 erstanden, wir schmeißen ihn für 2400 auf den Tauschstapel. Unser nächster Spieler, Ekpo. Ekpo schaffte es für uns auf 27 Spiele, erzielt in den 27 Spielen 4 Tore. Ich kann es mir nicht genau erklären. Ich weiß nicht warum. Eigentlich spricht absolut alles für Ekpo. Alles spricht für ihn. Ich glaube, wäre er einen Gesamtpunkt schwächer, 64 wäre ein absolutes Monster in diesem Spiel als Bronzespieler. Als Silberspieler hat er mich leider ein bisschen enttäuscht. Ist zwar 1,87 groß und damit einer unserer größten Spieler überhaupt in der Mannschaft, hat dafür eine super Technik. Leider nur 2 Sterne auf dem schwachen Fuß, sollte man beachten. Dafür 4 Sterne Skills. Hat aber keine sonderlich enge Ballführung, meiner Meinung nach. Kann auch sein, dass es an meinem Spielstil liegt. Ich habe auch schon von diversen Leuten gehört, dass sie super mit ihm klarkommen. Ekpo, für 4.800 Coins, für meine Verhältnisse, habe ich mir etwas mehr erwartet. Vielleicht ist er eben so wie bei Obi, waren meine Erwartungen ein bisschen hoch. Ansonsten, meckern kann man nicht. Er hat keinen großen Totalausfall gehabt. Und wie ihr seht, 20.12. wurde er gezogen, hat also schon ein paar Spiele mehr gemacht als nur für uns. Ich gucke nebenbei in der Web-App nach, wie viele sie wirklich für uns gespielt haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, also 4 Sterne-Skills beim Silberspieler, top für den Preis, ist zu empfehlen. Mir persönlich lag er nicht so, aber ich denke, wenn man ein bisschen anderen Spielstil hat und noch ein bisschen mehr auf Skillen geht, ein bisschen mehr auf ruhiges Spiel vielleicht sogar, dann hat man da eine durchaus gute Alternative mit Ekpo im zentraloffensiven Mittelfeld. Meine Empfehlung auch für die Außen eher, also im 4-2-2-2 oder im 4-2-3-1. Shinedu Obasi, mittlerweile für Schalke, das ist das Einzige, was ihn ein bisschen unsympathisch macht. Ansonsten wahnsinnig guter Spieler, 77 Gesamtstärke. Ich habe ihn vom Stürmer zum Mittelstürmer, also hängende Spitze gemacht. War im Nachhinein betrachtet vielleicht nicht die beste Variante, aber auch nicht die schlechteste. Also so hatte ich zumindest einen zentralen Stürmer, den ich immer spielen lassen konnte. Hat seine Leistung gebracht, kam in 43 Spielen auf 59 Tore, also auch weit über eine 1er-Torquote. Sehr gut durch seine 4-Sterne-Skills. Sehr gut durch seine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit, 90. Kann meiner Meinung nach im Abschluss nicht ganz mit Martins mithalten, ist dafür ein bisschen besser im Dribbling und im Kopfballspiel, beziehungsweise im Volleyspiel. Also Flugkopfbälle, Kopfbälle, Volleys, kein Ding für Shinedu Obasi, er macht sie alle rein. 1100 Münzen hat er gekostet, wir knallen ihn für 2200 Münzen auf den Tauschstapel. Als nächstes kommt John Obi Mikkel. John Obi Mikkel hat es für uns auf, lasst mich nicht lügen, 46 Spiele gebracht. Einer der ersten, den wir hatten, hat zwei Tore gemacht in den 46 Spielen. Ist natürlich eher ein Defensivmann, löst diese Aufgabe auch souverän, im defensiven Mittelfeld überall anzufinden. Ihr sollt vielleicht noch wissen, beim 4-2-3-1 ist der rechte Mittelfeldspieler der beiden defensiven Mittelfeldspieler ein bisschen offensiver als der linke. Also setzt auf die linke Position den defensivstärkeren, auf die rechte Position den offensivstärkeren. John Obi Mikkel hat das super gemacht, seine Aufgabe, war unser Kapitän mit 81 Gesamtstärke, bester Spieler im Kader. Erstanden für 750, geht auf den Tauschstapel für 1500.
Jetzt kommt wieder ein Zungenbrecher und zwar Oluwafemi Ajilore. Er hat für uns 24 Spiele gemacht, ein Tor erzielt. Grundsolide, ich fand ihn besser als Obi, ich weiß nicht warum. Kostete nur 250 Münzen, geht auf den Tauschhandel für 500. Alles kein Problem. Locker hat er diese Summe rausgeholt. Einfach ein Top-Spieler für den Preis, kann man nichts falsch machen. Nur 2-Sterne-Skills, aber das war uns ziemlich egal. Kommen wir zur Verteidigung. Chidi Odia, russische Liga ZSKA Moskau. Und er stand für 1200 Münzen, hat auch alle Spiele, glaube ich, die er bereits in seinem Leben getan hat. Genau, alle 24 Spiele hat er für uns absolviert, hat dabei kein Tor erzielt. Er hat trotzdem sehr gut gespielt auf den Außen. Musste leider oft aus der Startelf weichen, einfach nur, weil ich gerne mit Martins gespielt habe und die dieselbe Liga hatten. Aber solange er gespielt hat, immer Top-Leistung, war auf ihn immer Verlass. So, gekauft haben ihn für 1200, wandert auf den Tauschhandel für 2400. Unser viertletzter Spieler, Seji Olayangbesi. Was soll man dazu sagen? 1,92 groß, 66 Pace, glaube ich, auf der Karte. Ja, 66 Pace. Ansonsten sehr gute Werte für einen Bronzespieler, 69 Verteidigung, 69 Kopfball. Ein bisschen behäbig vielleicht, ein bisschen steif. Lässt sich von Goldspielern natürlich relativ leicht ausspielen. Macht aber nichts. Wer in der zweiten Liga kickt, der muss auch nicht alles können. Sagen wir es mal so. Hat trotzdem für den Preis, den er hat, absolut überzeugt. 200 Münzen, ich stelle ihn rauf für 400. Schlag zu, wenn ihr noch Bronzespieler braucht. Als nächstes kommt Rabiu Afolabi. Rabiu Afolabi für 700 Münzen hat insgesamt für uns, lasst mich nicht lügen, er hat 33 Spiele gemacht, dabei ein Tor erzielt. Deutet auch schon darauf hin, dass er kein Kopfballungeheuer ist. Normalerweise haben Innenverteidiger ein paar mehr Tore nach so einer Anzahl von Spielen. Olayangbesi zum Beispiel hat eine Quote von ungefähr einem Tor auf 10 Spiele. Er kriegt ein Tor in 40 Spielen hin, macht aber nichts. Ist ja, obwohl er Silber ist, glaube ich, für uns der drittbeste Innenverteidiger nur gewesen. Ich würde beide Bronzeverteidiger vorziehen. Keine Ahnung warum. Einfach vom Gefühl her ist er auch der erste, einzige Spieler, der eine rote Karte bekommen hat für uns. Der musste zwischendurch mal Frust ablassen, werde ich noch erfahren, warum. Haben wir erstanden für 700 Münzen, wandert auf den Tauschhandel für 1400. So, dann ein Spieler, den ihr noch nicht gesehen habt, wie es zu ihm kam. Taye Taiwo. Wir haben ihn gekauft für 6700 Coins. Nicht teuer, auch nicht so billig, wie es nur geht, aber trotzdem ein guter Preis für Taiwo noch in der AC Milan-Variante. Er ist jetzt zu den Queen's Park Rangers gewechselt, hat es für uns auf relativ wenig Spiele nur gebracht, weil wir ihn erst kurz vor Schluss verpflichten konnten. Auf 8 Spiele insgesamt, hat dabei ein Tor erzielt, welches ihr mit Sicherheit noch sehen werdet. Ansonsten natürlich braucht man zu Taiwo nichts mehr sagen. Meiner Meinung nach bester Linksverteidiger der Serie A. Jetzt mit der beste Linksverteidiger in der BPL. Wahnsinnig starker Schuss, super Freistoß, schnell, körperlich durchsetzungsfähig, kopfballstark, gibt kein Vorbeikommen an Taiwo. Also meiner Meinung nach gehört er zu den Top 3 Linksverteidigern im Spiel. Ist auch nicht ganz so offensiv wie zum Beispiel ein Marcelo. Immer zu empfehlen, 6700 Münzen, er geht auf den Tauschstapel für das Doppelte sind 13.400 Münzen. Und als letztes unser aller Liebling, Enyama. Wenn es eine Karte geben würde, die uns erlauben würde, einen Torwart zum Innenverteidiger zu machen oder einen Innenverteidiger zum zentral defensiven Mittelfeldspieler,
läge es sehr, sehr, sehr nah, Enyama bis zum Stürmer hochzupuschen. Im Tor kann er meiner Meinung nach nichts. Absolute Flasche. Trotzdem, und genau deswegen ist er einfach unser Held geworden in unserer gesamten Staffel 1. Er ist so souverän vom Elfmeterpunkt. Und jetzt haltet euch fest, er hat es insgesamt in 50 Spielen auf 10 Tore geschafft. Liegt damit bei einem Schnitt von einem Tor alle 5 Spiele. Und das ist, obwohl ich erst nach dem 20. oder 30. Spiel, glaube ich, angefangen habe, mit ihm die Elfmeter zu schießen. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Natürlich alles Elfmeter-Tore, klar. Aber trotzdem, Enyama hat überzeugt in der Offensive, in der Defensive überhaupt nicht. Kommt ein Distanzschuss, ist er drin. Kommt ein Finesse-Schuss, ist er drin. Kommt ein Kopfball, ist er drin. Und wenn wir Glück haben, ist Enyama noch mit drin. Egal. Enyama, Vincent Enyama, unser Star für Oslo. Ach nee, egal. Unser Star für Staffel 1. Er hat den Gegner zur Verzweiflung gebracht, hat seine beste Leistung im letzten Turnier abgerufen, für 400 Münzen ersteigert. Aber wer so viele Tore schießt als Torwart, erhöht seinen Marktwert natürlich enorm. Enyama kommt nicht für das Doppelte, sondern für das Zehnfache auf den Transfermarkt. Für 4000 Münzen. Einen besseren Stürmer könnt ihr nicht kriegen. Ab auf den Tauschstapel. So, wir sehen also, ich stelle die Spieler jetzt rein. Ich denke einfach, das ist für euch ein bisschen langweilig jetzt. Nur zur kleinen Info, ich stelle alle Spieler Startgebot 150, Auskauf, das Doppelte des Einkaufspreises. Wer möchte, wer mich unterstützen will, kann einen Spieler auskaufen. Wer nicht, wer trotzdem einen Spieler braucht, bietet einfach so viel, wie er ihm wert ist. Alles kein Problem. Wer einen Spieler auskauft, darf mir gerne im Forum eine PM schreiben, darf gerne im Thread selber schreiben, den und den habe ich gekauft. Ich werde jeden einzeln erwähnen, wer mir geholfen hat. Ich danke euch vielen, viel, viel, vielmals für diesen absolut großartigen Support, für diese tolle Unterstützung. Jedes Video hat innerhalb von weniger Stunden mindestens 100 Views, mindestens 10 Likes. Absolut vielen, 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 vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 12, 13 Stunden wieder mit der letzten Episode. Und morgen Abend geht es dann höchstwahrscheinlich los mit der neuen Staffel und dann mit dem neuen Turnier. Eine Liga, 11 Nationen. Ich brauche eure Ideen, eure Vorschläge, eure Tipps. Lasst sie mir zukommen, kauft meine Spieler, gebt mir die Möglichkeit, mit einem Superstar zu starten. Es winken Spieler wie Eto'o, Nani, was weiß ich. Wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr Geskille sehen diesmal? Dann sucht euch Teams aus, wo ein paar 5-Sterne-Skiller drin sind. Egal, macht irgendwas. Lasst mich wissen, was ich machen soll. Ich mache fast alles für euch. Ich tanze auch nackt. Bringt euch zwar nichts, weil ihr nicht seht, aber egal. Also, vielen, vielen Dank für alles. Ich vertraue weiter auf eure Unterstützung. Und ansonsten sehen wir uns dann gar nicht, aber wir hören uns spätestens in 12 Stunden. Bis dann, euer Mr. McCauley.